Sind Bierbäuche tödlich? Ja. Herzlich willkommen zum Journal Club Echte Paper von echten Wissenschaftlern. Heute mit einem brandneuen Paper. Vor wenigen Tagen erst erschienen. Backfrisch für eure hungrigen Hirne. Normal Weight Central Obesity. Implications for Total and Cardiovascular Mortality. Normal Weight Central Obesity, frei übersetzt, körperzentrale Fettleibigkeit bei sonst normalem Körpergewicht. Sprich Bierbauch. Menschliche Körper gibt es in allen erdenklichen Formen, unter denen der Bierbauch meiner Meinung nach zu den faszinierendsten gehört. Faszinierend, dass es Menschen gibt, die normalgewichtig bis hin zu dünn sind, aber dann so eine riesige Kugel als Bauch haben, wo kein Baby drin ist. So dünne Beinchen und dann BAM! Bierbäuche sind meistens so fest. Nicht, dass ich schon oft Bierbäuche angefasst habe, aber man sieht, dass die nicht schwabbeln. Die sind robust, die sind formfest. Kann man problemlos ein Bierchen draufstellen. Bierbäuche haben mich also schon immer ein bisschen misstrauisch gemacht, weswegen ich nicht überrascht war zu lesen, dass Bierbäuche böse sind. Es gibt eine Reihe von Krankheiten, die mit Fettleibigkeit in Verbindung stehen. Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Stoffwechselstörungen. In dem Zusammenhang wurde bisher nur der Body-Mass-Index betrachtet, das heißt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße. Die Autoren dieses Papers allerdings, eine Gruppe amerikanischer Forscher, hatte den Verdacht, dass nicht nur der Body-Mass-Index, sondern auch die allgemeine Fettverteilung des Körpers eine Rolle spielt. Das heißt, ob ein Bierbauch vorhanden ist und wenn ja, das Ausmaß der Bierbäuchigkeit, definiert durch das Verhältnis des Taillenumfangs zum Hüftumfang. Je größer das Verhältnis von Taille zur Hüfte, desto größer der Bierbauch. Es wurden über 15.000 Menschen untersucht in dieser Studie, Männer wie Frauen. Doch wie man sich schon denken kann, war der Anteil der männlichen Probanden mit exzessivem Zentralfett deutlich höher als bei den Frauen. Und zwar nicht, weil Frauen generell breitere Hüften haben. Diese generellen Unterschiede im Körperbau wurden in dieser Studie bereits einbezogen. Und es wurde etwas sehr Interessantes herausgefunden, nämlich das Gefährlichste, was man sein kann, ist ein normalgewichtiger Mann mit Bierbauch. Das Risiko, an einer Herzerkrankung zu sterben, ist mit Abstand am größten, wenn man am Bauch viel Fett hat und im Rest des Körpers nicht. Konkret gesagt liegt das Risiko für normalgewichtige Männer mit Bierbauch 87% höher als bei Männern ohne überschüssiges Bauchfett. Und sogar im Vergleich zu übergewichtigen bis hin zu fettleibigen Männern ist das Risiko für normalgewichtige, bierbäuchige Männer sogar mehr als doppelt so hoch. Wenn ihr jetzt denkt, das ist doch paradox, dann liegt ihr nicht so falsch, denn diese Ergebnisse weisen auf ein Phänomen hin, das in der Forschung als Obesity Paradox bekannt ist. Die Forschung in diesem Bereich ist momentan noch nicht abgeschlossen, aber eine Erklärung für dieses Obesity Paradox ist, dass Fett nicht gleich Fett ist. Bauchfett, das heißt Fett um unsere zentralen Organe, ist in jeder Hinsicht schlecht. Fett im Hüft- und Beinbereich allerdings kann auch positive Effekte haben. Forscher in anderen Studien haben herausgefunden, dass das Fettgewebe in Po, Bein und Hüften Hormone produziert, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Stoffwechselkrankheiten senken können. Das heißt, übergewichtige Menschen, die mehr Junk in the Trunk haben, können die negativen Effekte des Bauchfetts durch positive Effekte des Po-Fetts eventuell ausgleichen. Demnach ist der derzeit gesündeste Mensch der Welt Nicki Minaj, die aus unerklärlichen Gründen offensichtlich untergewichtig ist, während sie gleichzeitig 10 Po's in einem hat. Was haben wir daraus gelernt? Ein normaler Body Mass Index reicht noch nicht aus. Eine faire Verteilung des Fetts über den ganzen Körper ist ebenso wichtig. Und auch wenn sich die Forscher in diesem Bereich derzeit vielleicht noch nicht ganz einig sind, würde ich prophylaktisch empfehlen, weniger Bier, mehr Sit-Ups. Und damit bis zum nächsten Mal beim Journal.